Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wieder, euer Gunshot, und ich heiße euch herzlich willkommen zum Statusreport vom 10. Mai 2016. Ja, ihr wundert euch vermutlich, dass auf meinem Kanal noch kein Gameplay-Material zur 0.60 Experimental Version erschienen ist. Ja, da kann ich euch das ganz einfache Problem nennen. Und zwar scheine ich zu den unmöglichsten Zeiten online zu gehen, wo 5 Milliarden Leute versuchen drauf zu kommen. Ich habe es wirklich noch nicht einmal geschafft, auf einen Experimental-Server zu kommen. Ich wollte das einmal nachts ausprobieren, weil ich dort wahrscheinlich mehr Chancen hätte. Allerdings muss ich auch arbeiten und ja, von daher war das erstmal nicht möglich. Ich werde mich trotzdem weiter ransetzen und hoffentlich in der Zukunft nicht 2 Stunden umsonst klicken, um jedes Mal die Meldung zu kriegen, dass dieser dreckige Server voll ist. Ja, ihr könnt mir natürlich gerne in den Kommentaren lassen, ob ihr das mittlerweile geschafft habt, auf die Experimental-Server zu kommen und was eure Eindrücke sind. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ja, kommen wir jetzt einmal, wie gesagt, zum Status-Report. Jetzt gerade im ersten Status-Report nach dem Release der Version 0.60 für die Experimental-Server spricht Brian Hicks und Peter Nespesny über die Blocker des Updates für die Stable-Veröffentlichung. Und ein weiteres Thema ist die Vorstellung der Meilensteine für das Update 0.61, das wir auch dann wieder sehnlichst erwarten, sowie einige Hintergrundinformationen über die vorhandenen Spielmechaniken in der momentanen Experimental-Version. Ja, kommen wir mal zu dem Blocker vor dem Stable-Release. Die momentanen Blocker vor dem Stable Release beziehen sich hauptsächlich auf Client- und Server-Crashes, die vor allem in Küstenstädten oder beim Verlassen des Spiels im Hauptmenü auftauchen. Auch wenn man sich zu einem anderen Server verbinden will, kann es wohl zu Client-Crashes kommen. Andere Probleme sind dann noch, dass nach dem Spawn Charaktere manchmal nackt angezeigt werden, beim Ausloggen mit einem gefüllten Rucksack oder es gehen Items in der Hand verloren. Des Weiteren erzeugen Waffen mit Aufsätzen arge Probleme und Fehlermeldungen. Bei falschen Konfigurationen können Spieler in einem Blackscreen gefangen werden. Straßen werden beim neuen Renderer noch durch einige Objekte und Bäume gerendert. Ja, und man merkt, liebe Freunde, die meisten dieser Bugs sind wirklich spielbrechende Fehler, wie Crashes, Itemverlust oder schwere Anzeigefehler. Und die Probleme gerade in diesem Bereich müssen auf jeden Fall behoben werden, bevor an eine Stable-Version zu denken ist. Das heißt also, dass wir uns noch auf ein bisschen Wartezeit gefasst machen müssen, bis dann endlich das Experimental 0.60 auf Stable 0.60 geupdatet wird bzw. für die Stable-Server verfügbar gemacht wird. Natürlich gibt es nicht nur Blocker und Probleme, nein, wir haben natürlich auch ein paar Fortschritte bzw. haben die Entwickler ein paar Fortschritte und diese beziehen sich gerade auf Itemverlust beim Wechsel zwischen Inventar und Händen, Bugs bei manchen Spielern, dass das Starten des Spiels überhaupt verhindert wird und das wurde wohl jetzt direkt zum Anbeginn der Experimental-Phase auch in Angriff genommen und zum größten Teil behoben, sodass eigentlich jeder auch in der Lage ist, das Spiel in der 0.60 Experimental-Version zu starten. Ja, jetzt haben wir die Liste mit den Blockern ja mal ein bisschen besprochen, jetzt kommen wir mal mehr zu den Gameplay-Mechaniken in 0.60. Gerade im Bereich des Waffenhandlings bietet die Version 0.60 nämlich jetzt eine Vielzahl von Änderungen und Ergänzungen im Bereich des Ladens einzelner Kugeln und halt Sonderfunktionen, wie zum Beispiel Russisch Roulette mit dem Revolver. Ja, Russisch Roulette mit dem Revolver sollte für jeden von euch ein Begriff sein, falls nicht in die Kommentare, ich erkläre das gerne, oder die Community. Ich denke, die meisten von euch wissen das. Ja, diese Funktion ist wie gesagt nun implementiert, jedoch wird die leider noch nicht angezeigt, da für die Animationen und so weiter und für das ganze visuelle Geschehen der neue Charaktercontroller und wohl das neue Animationssystem benötigt wird, was ja erst mit der 0.62-Version kommen soll. Viele Features sind allerdings auch noch nicht komplett ausgereift, da der komplette Code bei der Umschreibung ins Enforce-Script wohl nochmal überarbeitet werden muss, um halt Funktionalität und Netzwerkoptimierung zu garantieren. Eine parallele Einbindung von alten und neuen Funktionen ist leider im besonderen Fall der Waffen und Fahrzeuge so erstmal nicht möglich. Gerade was so die Ladehemmungen angeht, die mittlerweile ja schon einige von euch mitbekommen haben sollten, sagen die Entwickler noch, dass gerade erst in der finalen Implementierung Schritt für Schritt zu einer guten Balance hin gearbeitet bzw. das dann komplett angepasst wird, sodass wir dann auch ein ausgewogenes Verhältnis der Ladehemmungen haben. Ja, kommen wir einmal zu den Meilensteinen für 0.61. Diese wären einmal Implementierung einer Login-Warteschlange. Jiha, jiha! Dann Verschmelzung der neuen Audiotechnologie von Arma 3 Eden Update.
Update der Waffensounds auf diese Audiotechnologie, ist klar. Dynamischer Spawn der Infizierten, das habe ich bereits im Statusreport vom 12.04. In dem Video dazu habe ich das schon erklärt, also falls ihr da noch mal ein paar Infos zu braucht, einfach mal auf das Video hier oben rechts klicken und da erfahrt ihr etwas mehr. Dann haben wir nochmal die Erstimplementierung von Raubtieren, das heißt Wölfe etc., die dann auch feindlich gegenüber uns Charakteren bzw. den Ingame-Spielern agieren. Ja, liebe Freunde, diese Punkte sind nur einige der Features, welche die Entwickler halt mit 0.61 veröffentlichen möchten. Das neue Animationssystem ist natürlich jetzt noch nicht dabei, weil es halt erst mit 0.62 kommen soll, wie ihr mittlerweile wisst. Und ich hoffe auch, dass gerade mit der 0.62-Version dann das auch wirklich der Fall ist, weil ich doch echt gespannt bin, welche Neuerung der Charaktercontroller und vor allen Dingen das Animationssystem selbst im Zusammenhang mit dem ganzen Gameplay haben wird. Und gerade was natürlich auch dieses Revolver-Handling mit dem russischen Roulette zu tun hat, das sind alles kleine Implementierungen, die mich super interessieren und die das Spiel sowas von vielfältig machen, dass ich mir selber sage, Alter, das muss ich sehen. Ja, liebe Freunde, lasst mir auf jeden Fall mal in den Kommentaren, was ihr jetzt zu dem Statusreport sagt, zu den bisherigen Erfahrungen, die ihr mit 0.60 gemacht habt, gerade dadurch, dass ich noch nicht das Glück hatte, in den Genuss zu kommen, was sich hoffentlich bald ändert. Ja, meine Freunde, und damit bin ich eigentlich erstmal raus. Das war's schon mit dem Statusreport vom 10. Mai. Ich hoffe wie immer, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Ansonsten wie immer konstruktive Kritik in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer was, euer Gunshot.